Hey Kenners, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen hier zum heutigen CSGO Overwatch. Wieder auf das 2, was? Hey. Hey. Aber okay. Oh, der hat ganz schön lange gewartet. Komisch, also wenn er wüsste, dass da jemand kommt. Naja, schön, dass ihr da seid. Ich habe zwei geschwinde wichtige Infos für euch. Erstens, heute ist der Stream wahrscheinlich nicht ganz pünktlich, heute Nacht. Also ich bin heute Abend zum Essen verabredet und deswegen werde ich die 22 Uhr, da fängt ja der Stream eigentlich freitags an, vielleicht gar nicht schaffen. Die 22 Uhr. Ja, das schon mal als erstes. Das heißt, es wird wahrscheinlich einfach später. Es besteht eine Chance zu, keine Ahnung, 10%, dass der Stream ganz ausfällt. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Also, falls, wartet nicht auf mich, ne, sondern macht, dödelt vor euch hin. Und ich schreibe dann wie immer in Steam, in die Gruppe halt und auf Instagram und Twitter, wenn ich dann da bin und anfange. Ja, das schreibe ich euch dann einfach und dann hasseln wir rein. Zweitens, es hat mich sehr gefreut, dass so viele von euch sich das Battlefield-Video angeschaut haben. Ich weiß, dass einige, der Großteil, sehr gerne Counter-Strike sehen und so auch auf mich überhaupt gestoßen sind auf YouTube. Nichtsdestotrotz ist es gerade das andere drumherum eben meine Passion, also Videos bearbeiten, editieren und das nicht im CSGO-Bereich, weil CSGO, da habe ich jetzt halt schon, was weiß ich, 500 Videos gemacht und es ist dann irgendwann einfach aus kreativer Sicht so ein bisschen ausgelutscht. Natürlich kommt da immer wieder was, das seht ihr hier, Overwatch, und ich werde auch sicherlich wieder Matchmakings machen, ne, und die schön zusammenschnibbeln. Aber ich will eben alles Mögliche machen. Ja, alles Mögliche, was mir gerade so in den Sinn kommt, möchte ich machen. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr einfach da seid und euch es anguckt. Jetzt speziell eben diese Macht-Spaß-Videos. Ich denke, die sind auch leicht bekömmlich. Als wenn er wüsste, wohin dieser Kerl läuft. Die sind, denke ich, leicht bekömmlich, weil sie eben sehr kurz sind. Ne? Die gehen 5 Minuten oder 6 und das war's. Noch ganz kurz zwischendurch. Letztes Mal im letzten Video habe ich Aim Assist gedrückt. Und Vision. Das wollte ich jetzt ja immer in den Videos bringen. Zack, zack. So machen wir das jetzt übrigens. Immer. Am Schluss schneide ich weg, was ich drücke und sag's euch dann im nächsten Mal. Und wir diskutieren unter dem Video in den Kommentaren, was ich so gedrückt habe. Oder was ihr drücken würdet. Ja, also das hat mich sehr gefreut. Wer es noch nicht angeschaut hat und eben reingucken möchte, sollte es tun. Ich weiß, manche sagen dann, ja, Battlefield interessiert mich nicht, aber das... In dem Video, ich spiele ja zwar Battlefield, aber es geht halt nicht um Battlefield, sondern um mich, wie ich das mache, was ich da mache und so weiter. Also es ist wirklich keine gute Ausrede zu sagen, das spricht mir nicht so an. Es gibt viele Kommentare, die so sind wie, das Spiel gefällt mir zwar gar nicht, aber wenn du es, wie du es darstellst, finde ich sehr geil. Ne, ich mache halt diese Macht-Spaß-Dinger, sehr schnell geschnitten, viele lustige Sachen, immer direkt hintereinander, pam, 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 ein Lacher folgt auf den nächsten. Und das Spiel ist nur das Medium, über das ich diese Folge dann übertrage, aber es geht nicht darum. Ne? Deswegen, ja, schaut rein. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, eine neue Möglichkeit dann immer und immer wieder für mich eben auch neue Witze und Dinge aufzuarbeiten oder zu herzustellen. Manche Spiele sind für solche Dinge geeignet, andere Spiele für sowas und hin und her. Und so kann man, so ist jedes Teil für sich ganz speziell und wie gesagt nicht auf dieses Spiel zugeschnitten. Also dass ich jetzt sage, oh ja, in dem Video habe ich jetzt einfach nur Battlefield gespielt, kommentarlos und es geht zu 100% nur um Battlefield. Nein, das ist wirklich nicht der Fall. Wer da rumsneakt, der Gauner. Ja, Einfach nur als Medium zu betrachten. Ähnlich wie wenn jemand sagt, ich nutze ja auch die Luft, um meine Stimme zu übertragen an euch. Und jemand sagt, na, das höre ich mir aber nicht an, weil Luft gefällt mir nicht. Das ist nur das Mittelchen zum Zweck, um eben an euch dann diese Message zu bringen. Und die ist halt dann im fertigen Video, ja. Also vielen Dank. Eigentlich soll es ja gedankt sein und nicht euch da drauf gestupst, dass ihr eben da am Start wart. Das hat jetzt, glaube ich, 450 Aufrufe oder sowas. Im Vergleich zu so einem Overwatch ist es schon mal nicht schlecht. Und ja. Was würdet ihr hier eigentlich sagen? Bei ihm? Oder bei ihr? Man weiß es nicht. Mhm, eine Flash, okay. Guck mal, da kommt die nächste Flash. Mhm, raffiniert auf den Kopf geworfen. Die sind jetzt recht defensiv da hinten auf A, die CTs. Ja, was würdet ihr hier sagen? Wo tendiert ihr hin? Ach ja, und einigen hat es gefallen, dass ich diese Umfrage gemacht habe. Die Umfrage bezüglich der Cheaterei, was es wohl ist, ob es Cheats sind und ja, was. Das werde ich auch wieder hier einbauen. Das heißt, ganz, ganz faule... Hey, Handy, komm schon. Ganz, ganz faule Leute können einfach diese Abstimmung machen. Aber natürlich freue ich mich und ihr euch sicherlich auch, wenn wir in den Kommentaren diskutieren können. Und ihr wisst ja, ich lese alle Kommentare und beantworte alle Kommentare. Darum ist es...
Darum ist es immer wieder schön, wenn man halt kommentiert, was man so glaubt und sich ein bisschen austauscht. Dann habe ich auch viel zu kommentieren. Ich bin jetzt gerade 100 Kommentare hinten, weil ich halt 2 Tage lang nicht viel machen konnte. Und nur minimal Kommentare kommentiert habe von den letzten 3 Videos. Da fehlen mir noch stückweise eben Kommentare. Aber ich werde das jetzt das Wochenende dann wieder aufholen. Und dann gucken, dass ich wieder dranbleibe. Aber die Woche war halt wieder durchwachsen. Wir sind ja jetzt noch reingegangen, weil dann habe ich schon nach unten geflickt. Aber sowas kann man auch machen. Na? Um das mal noch so nebenbei erwähnt zu haben. Denkt immer an diese, an glückliche Momente. An Luckshots und so weiter, an Luckflicks. An diese Momente, wo man sich einfach denkt, fuck, wie habe ich das denn gemacht? Ich werde gebannt. Na? Behaltet sowas immer im Kopf. Für Sparrow, wie er da unten rumdackelt. Da war ihnen das Luck nicht hold und der Headshot war krass. Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, es ist ein Fall, der gar nicht mal so ultra, ultra obvious ist. Wir hatten schon hardcore obvious Fälle. Der ist jetzt dran. Der Sack. Was sagt ihr? Extrem guter Spieler. Aim Assist, Vision Assist zusätzlich. Oder nur Vision Assist und ein starker Aimer. Also ein starker Hand-Aimer. Mal gucken, was er jetzt mit dem oben macht. Hast du den? Okay, also den scheint er gar nicht zu sehen. Da unten ist halt auch schön reinzupimmeln, ne? Klar. Auf die Kills würde ich dann auch eher gehen. Aber wenn oben einer Klaus steht, naja, die Kollegen sehen den ja, callen den wahrscheinlich auch. Die Musik. Jetzt hört man sie, ne? Oder? Die Musik? Das geht gut, nein. Also, er war sich wirklich echt zu 100% sicher, dass er da unten gleich noch um die Ecke kommt. Der hat ihm ja auch gegeben, ne? Der war low. Also das hat er eigentlich recht fein gemacht. Fein hat er sich auch in Molly reingestellt. Alter, wo steht denn der eine CT? Hat er gerade irgendwo oben gestanden? Oh, da hat er genascht. Da hat er richtig genascht. Was schätzt ihr? Ach ja, genau. Was schätzt ihr, was das für eine Elo-Geschichte hier gerade ist? Könnt ihr das von seinem Spiel und vielleicht auch von der Verteilung der Leute und von dem, wie sie eben nachziehen, analysieren? In was für einem Elo-Bereich sich dieses gesamte Spiel hier befindet? Wir haben ja schon oft obvious Silber-Leute gehabt, wo man ganz klar sagen konnte, alles Klärchen, das sind Silber-Boys. Ist doch schon gut, Handy. Gleich. Es ist doch noch gar nicht fertig. Hier snitcht er sich jetzt noch. Komm schon, du Gauner. Du kleiner, verschissener Gauner. Er hat noch 1 Minute Zeit. Also er will jetzt hier wahrscheinlich... Oh, guck mal, der andere kommt auch hoch bei Mitte. Jetzt muss er aufpassen. Sonst wird er genuddelt. Albatross steht da unten. Ah! Tja, was würdet ihr sagen? Ich muss jetzt gleich telefonieren. Was würdet ihr sagen zu der ganzen Geschichte? Was sollten wir drücken? Was sollte ich drücken? Hustles rein. Und ich sag euch dann in der nächsten Overwatch-Folge wieder, was ich gemacht habe. Haut rein.